Und damit herzlich willkommen zu Olympia 2018 hier im Harbour Hotel. Und damit herzlich willkommen zum nächsten Video hier auf Madrip TV und bei Olympia 2018, so wie wir es gewohnt sind. Jetzt gibt es den Weitsprung, glaube ich, oder nee. Irgendwie sowas war das, dass man jetzt irgendwie den Ball schießen muss. Weitwurf, das kann auch sein. Das gibt es jetzt auf jeden Fall und jeder hat 6 Versuche und darf nun versuchen, die Quali zu überstehen. Also ist ein Luck-Game. Nach dem gestrigen Tag, wo wir auch dort einen sehr skill-lastigen Tag hatten, gibt es heute mal wieder Luck. Und ja, ich bin immer hofft, dieses Glück zu kriegen, weit zu kommen. Aber ja, heute ist eigentlich scheißegal. Wenn es klappt, dann klappt es. Wenn nicht, dann nicht. Also der gestrige Tag, der hat mich wirklich schon ein bisschen abgestumpft, was das angeht. Also heute kann passieren, was es möchte und ich werde heute auf jeden Fall nicht ausrasten. Das steht schon mal fest und ja, ich würde sagen, oh Gott, wie viele machen denn hier mit? Holy shit. Okay, ich würde sagen, ich zeige euch meine Versuche und dann kommen noch ein paar vielleicht dazu. Und dann würde ich sagen, gibt es später noch ein Finale. Also, bis gleich. Oder wir fangen jetzt an mit Xiba. Das kann ich euch auch zeigen. Das geht ja auch klar. Das wird dann mal die erste Runde sehen. Und dann gleich gibt es noch das Spiel von mir. Meine Runde also. Also, ja, mal gucken, was da geht heute. Boah, direkt die 6. Xiba ist, glaube ich, für Türkei wieder am Start, wenn ich mich jetzt hier nicht komplett verlese und falsch erinnere. 0 Punkte diesmal. Liegt also bei 11 Punkten. Also ihr seht, die Spielweise, wie das Spiel gespielt werden muss. Ganz simpel eigentlich. Und ich glaube, die besten 6 kommen dann ins Finale des heutigen Tages. 4 Punkte wieder. Also so geht's dann immer so weiter. Also 18 hat er insgesamt und ja. Ja, wir können ja nochmal die Runde von Selle auch nochmal anschauen. Ich bin jetzt ein bisschen abgelenkt, ehrlich gesagt, weil jetzt gerade Slowenien gegen Deutschland läuft, Handball. Und jetzt gerade sind die letzten Minuten und es steht 21-21. Richtig spannend. Das muss ich gerade nebenbei auch sehen. Deswegen kommentiere ich gerade so schleppend. Verzeiht mir das bitte. Also Handball kann ich mal sagen, gucke ich echt jedes Jahr. Seitdem auch Deutschland 2016 Europameister geworden ist, bin ich da aktiv dran eigentlich. Also es macht echt Spaß, das zu sehen. Und jetzt, ja. Ist auf jeden Fall spannend und gleich ist es eh aus. Dann kann ich mich hier drauf konzentrieren. Selle, super Start. 6 Punkte diesmal. Ich habe gesagt, Deutschland muss heute weit kommen. Ob Selle oder Skinner, Hauptsache wir holen uns da die Goldmedaille. Am Ende ist immer noch wichtig, dass Deutschland als gesamtes Team eine gute Platzierung erreicht und das wäre jetzt nur noch Platz 2. Und damit ist jetzt Selle auf Platz 1 mit 21 Punkten. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Ja, kommt Leute, ich zeige euch noch ein paar Runden.
Wir haben ja Zeit. Ich zeige euch, glaube ich, dann zwei Videos am besten. Das Video und dann gleich noch eins. Also auf jeden Fall keine 46 Minuten wie gestern. Das war ja auch übertrieben. Das Schöne ist ja morgen, dass wir mal wieder ein Skill Game. Nee, doch, Skill Game haben wir auch. Ein bisschen Luck Game gehört auch dazu. Geschenke tot spielen wir morgen. Dann vier Tor Soccer kommt noch. Und zum Abschluss Würfel Race. Also da bin ich mal richtig gespannt, wie das noch wird. Ich habe da jetzt schon richtig Lust drauf auf Geschenke tot und Würfel Race vor allem. Aber heute auch. Heute ist auch spannend. Und ich glaube auch der letzte Tag, wo man ein Luck Game spielen kann. Wenn ich mich jetzt hier nicht täusche und der Raum ist wieder richtig voll heute. Also Olympia ist dieses Jahr wahnsinnig geil und das werde ich auch nochmal beim Fazitvideo wahrscheinlich alles nochmal sagen. Also irgendwie ist dieses Jahr noch phänomenaler als 2016. Das wollte ich jetzt schon mal gesagt haben. Das ist wirklich der Wahnsinn, was dieses Jahr einfach los ist. Ich kann es nicht beschreiben, will ich jetzt auch noch nicht. Ich sage euch das eh alles in ein paar Tagen am Donnerstag, wenn es dann den letzten Tag gibt. Ja, heute nehmen ja richtig viele teil. So wie der Basti schreibt. Ich glaube, heute ist wirklich die meiste Präsenz beim Teilnehmerfeld. Und man kann ja auch ziemlich schnell das Spiel durchspielen. Das funktioniert ja. Oh. Wollen wir mal schauen, ne? Hexe, ja, stark. Marokko, wenn die da auch noch was holen wollen, was Gold betrifft, müssen sie da jetzt auch gucken, eine gute Platzierung zu holen. Das wird jetzt wichtig sein. Gleich wieder unser guter Sulic von gestern. Auch Sulic, zu dir nochmal, wenn du das Video siehst. Nimm das bitte nicht so persönlich, was ich alles gestern im Video gesagt habe. Ja, ist alles gut. Ich glaube, ich bin ein bisschen übergetickt, was das angeht. Und ich wollte natürlich nicht dich, beziehungsweise das komplette Team persönlich angreifen. Mich hat das in dem Moment einfach nur aufgeregt. Also nimm das nicht persönlich oder was auch immer, ja? Ist alles gut. Und ja, damit ist die Sache, denke ich, gegessen. Jetzt ist gleich der Sulic dran. Mit seiner Runde hier. Und dann komme ich schon. Und dann würde ich sagen, beende ich das Video für jetzt erstmal. So, auf geht's, Feng. Feng, 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 Sulic. Null Punkte. Oh, 5 Punkte. Sind also 9. Ich glaube, 22 war das höchste. Oh Gott. Gleich ist die 59. Minute. Oh, ist das spannend und ich bin gleich dran. Das kann es nicht sein, ey. Oh, Handball. Wieso läuft das nur zwischen Olympia? Oh, 23, 23, Wahnsinn. Ah, ich muss gleich die Runde noch eben zu Ende spielen, ganz schnell.23 Punkte. Platz 1 damit. Das heißt, 23 Punkte muss ich jetzt irgendwie überbieten, wenn das möglich ist. Aber ist ja Luck Game. Ist ja ein Luck Game. Somit kann jetzt alles passieren bei diesem Game.
Gut, auf geht's. 3 Punkte. Geht ja schon richtig gut los. 9 haben wir jetzt. Oh, 0 Punkte. 0 Punkte. 11 Punkte. Fünfzehn, ich glaube, das war's schon, oder? Ja, gib mir 0 Punkte. Ja, dieses Jahr ist einfach das Jahr zum Vergessen. Für mich, aber juckt mich nicht. Ist ja egal. Was soll's? Was hat Zulic denn noch geschrieben? Er hat noch was geschrieben, ich habe das gar nicht gelesen. Wegen deinem Video kriegst du jetzt Pech. Ja, da sieht man, er nimmt das viel zu persönlich, aber okay. Ist ja kein Problem. Ja. Warte mal, ich muss das hier eben wegmachen. Gut, also ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich wieder beim Finale, ohne mit meiner Beteiligung wahrscheinlich, weil ich bin raus. Und ja, also bis gleich beim Finale.